Hallo und herzlich willkommen zu dieser Quick-Tipp-Folge. Heute geht es darum, wie du trotz sehr hellen und sonnigen Lichtverhältnissen ein sehr aussagekräftiges Bokeh hinbekommst. Die Antwort dazu ist wirklich ganz simpel und zwar nutz einen ND-Filter. Seit ungefähr einem halben Jahr nutze ich einen variablen ND-Filter und ich muss sagen, ich liebe dieses Teil. Es hat mir schon sehr, sehr oft den Arsch gerettet. Denn wenn wir in sehr hellen Lichtbedingungen filmen, wird es mit den Einstellungen ein bisschen tricky. Denn beim Filmen haben wir eine Einstellung, die wir beachten müssen und das ist, dass unsere Verschlusszeit doppelt so hoch ist wie unsere Framerate. Ich filme gerade in 4K, 25 Frames, das heißt, meine Verschlusszeit ist auf 50. Ich habe nur noch meine ISO, die ich kontrollieren kann und die ist wirklich schon so tief wie möglich eingestellt und dann kommt halt die Blende. Und die Blende sorgt halt dafür, ob unser Bild eine Tiefenschärfe hat oder nicht. Sprich, wenn ich ohne ND-Filter filme, muss ich meine Blende wirklich sehr, sehr weit schließen. Sprich, wenn ich sie schließe, habe ich keine Tiefenschärfe mehr. Denn eine Tiefenschärfe, ein Bokeh, kreieren wir in einer offenen Blende. Und dieser variable ND-Filter bietet mir einfach diese Möglichkeit, dass ich die Helligkeit hierüber einfach regulieren kann, dass ich meine Verschlusszeit nicht anfassen muss und dass ich meine Blende frei nach Lichtverhältnissen einstellen kann. So Leute, das war's mit meinem kleinen Quick-Tipp. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert diesen Kanal für weitere Filmmaking-Videos und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!